Meister macht sich gerade Nasenringe. Was? Nasenringe. Nein. So, pass auf. Gucken her, so, ob es grob passt, ne? Ja, ist ja dumm. Das ist ja, der Harry, der ist ja jeden Morgen mit seinen Eiern da am Braten, ne? Da kann ich ja jetzt nicht verantworten, dass das Ding da eines Tages auf die Füße rutscht, ne? Richtig. Haha! Dafür ist der Ring. Dafür ist der Ring. Wow! So hast du gedacht, der soll so einfach da. Alter Schwede, der soll dir Sicherheit bieten. Die Fixierung war das Hauptproblem. Die Fixierung war mein Anliegen. Das hast du gar nicht verstanden, ne? Ne, jetzt nicht. Pass mal auf. Was so. Jetzt kommt der Wok. Ja, der ist ein bisschen dreckig, ne? Das ist, ne? Damit du sicher arbeiten kannst. Hehehe. Guck mal, jetzt musst du nicht immer Angst haben, ey, dass das Ding da dir da rutscht sicher. Auf deine, weil du immer Sandalen drehst, ne, habe ich dir eigentlich verboten. Aber ist ja auch egal. Kann mich nicht um alles kümmern. Guck mal, zentrisch über der Flamme, ne? Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt mal kurz demonstrieren. In mehreren Arbeitsschritten, wie das mit dem kleinen Feigling entstanden ist. Ja, der erste Arbeitsschritt ist ja schon erledigt. Hat der Harald Feigen gepflückt. Genau, die sehen also in ganzer Form so aus. Ja, mal kurz den Topf rein. Hier sieht man auch deutlich die Reife und die Unreife. Ja, die Reife ist die ganze Frucht. Aufgeplatzt. Das ist die noch im, ne? Ja, Medium. Medium. Die ist aber weich. Die könnte die auch ist weich, aber grün. Hast dich dagegen entschieden? Auch nicht, bin noch nicht weiter. Ach so, gut. Oh, hier schon der zweite Arbeitsschritt. Ein bisschen was vorbereitet. Wir haben also das Innenleben da rausgekratzt. Sieht also nicht gut appetitlich aus, aber ist erstmal nötig. Ja. Süße Pump. Mhm. So, ne? Oh. Das wird gleich schön gestampft. Gestampft? Ja. Machen wir mal den Kameraden hier noch. Hey. Wichtig ist, dass man sich vor die Hände wäscht. Ehrlich? Na gut, nach 3 Tagen kann man das ja auch mal machen. Richtig. So. Was machst du? Was, alles da rein, ne? Nee, nicht alles. Ah, nee, die Pelle nicht. Die Pelle lasse ich mal außen vor. Okay. Alter, das sieht aber nicht schön aus, so insgesamt. Nee. Da kann man so manche Dame mit verschrecken, erstmal im ersten Moment, ne? Ja, da haben wir ja viel auch. Hier. Wenn man sieht, wie Kuchen gemacht wird, ne? Ja, ist auch nicht appetitlich. Auch mit dem bösen Hähnchen. Ja, der Harald, der hat sich ja sowieso, da muss ich mal ganz, wieder mal, habe ich ja letztes Jahr auch schon so gesagt, ne, der hat sich 2 Wochen, Mann, haut er da nicht so drauf. Der hat sich so 2 Wochen wirklich in der Küche super verdient gemacht. Kann der. Also bedingt durch seine bösen Kindheitserfahrung, ja, Spülzwang und so, ne, das ist ja alles aus der Kindheit inbegriffen. Da habe ich nie gespült. Da hast du nie gespült. Durfte ich nicht. Nee. Aber dann später. Später ist es über mich gekommen. Über ihn gekommen. Der Drang wurde übermächtig. Machst du ihn mit dem Abfall auch was oder schmeißt du ihn einfach weg für die Wildschweine oder was? Auch ein Wildschwein braucht mal Vitamine. Mhm. Und am Baum kommt er nicht ran. Und wenn wir das auf die Erde legen, dann zack. So, das ist erstmal das eine. Jo. Schon wieder. Waschen. Ganz wichtig in dem Prozess. Hände waschen. Stop bei Abilene. Das ist jetzt nicht in Italien, das ist in Amerika. So, jetzt wollte ich das Ganze eigentlich nur noch ein bisschen klein pumpen. Klein pumpen, dann machen wir, zeigen wir gleich. Was ist das denn? Das ist, so ein das ist ein Quirl. Das ist kein Pumper. Das ist uneffektiv. Warum? Weiß ich nicht, das zieht jetzt nichts vom Leder, das Ding. Die Fläche ist nicht sehr groß. Ne. Oh, wird schon ein bisschen matschig. Ja, du musst das schräg halten. Dann? Ja, dann geht das besser. Dann ist das besser so rein. Ne? Haha, im Hintergrund sieht man schon den feinen Wodka, ne? Da. Und neben den Fischen da. Was sind das? Da Fische im Glas. Wodka, Kegelfisch. Das Original aus Polen. So, das sieht schon sehr gut aus. Ich glaube, viel mehr brauchen wir nicht machen. So ist auch ungefähr echt, wenn man Marmelade machen will, ist das so ähnlich. Ne? Wir müssen dahinter natürlich die harte Frucht wieder trennen.
Ja. Dafür hat der Harald hier auch nochmal so ein. Wo ist denn das Ding? Ja. Wir haben auch wichtige Werkzeuge gekauft heute. Da, da. Der wird da ganz durchgedrückt am Ende des Tages. Und dann. Aber jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Zeit erstmal. Zeit. Die Zeit arbeitet für uns. Wir werden nämlich jetzt einfach mal ja fröhlich pfeifend das Zeug da reinpanschen. Ja, einfach so. Ganz neu im Bild. Mach doch erstmal nur ein bisschen. Der Meister persönlich bei der Verköstigung von Rotwein. Das ist der. Warte mal, wie heißt nochmal die Traube? Von Parina. Sangiovese. 1,40 der Liter. Frisch von der Tankstelle. Ja. Mehrfach abgekeltert, umgefüllt, transportiert. 1000 Kilometer durch die Toskana gefahren. Auf den Kopf von Polonica nach Castellone della Pesca, ja. Über Orbetello und wieder zurück nach Pitigliano. Auf und runter und jetzt ist er fertig. So, jetzt muss ich mich um meine Wäsche kümmern. Verstehe. Ich kann hier nicht so rumhängen. Hier. Und du kannst mal den Mist da. Guck mal, was du da wieder für eine Sauerei da gemacht hast. Ne? Das stimmt allerdings. Also, Das ist ja Feigenextrakt. Oh. Erstmal lüftige Schuhe ergattern. Ich hasse das, wenn man scheiß Schuhe hat. Hä? Ja? Jawohl. Boah, guck mal, der geht schon. Ha! Richtig. Hast du angemacht? Natürlich. Läuft die Karre? Die Karre läuft. So. Rote große Wäsche. Ja, das ist Vorwaschgang. Das ist Feinwasch. Ja, vorher muss man natürlich erstmal hier ganz gut ausgerissen, ne? Grob. Mann, was wir alles gleichzeitig machen, ne? Wir können zwei Sachen auf einmal. Wir können destillieren und waschen gleichzeitig. Ja, der Pott ist schon ganz trübe. Gleich platzt der. Was? Wo? Wer da? Der ist doch. Der Sud. Steht unter Druck. Du musst doch mal wieder durchrühren zwischendurch. Das ist kein Problem. Ja, mach doch mal. Aber wasch dir die Hände vorher, ne? Ich mach das ja nicht mit der Hände. Was denn? So. Kann man hier fein waschen nehmen. Zack. Hängen wir das auf. Der schwarze Teufel bei der großen Wäsche. So, da hat der Harry schon alles fein vorbereitet. Gestern waren wir irgendwie beim Wodka stehen geblieben. Ja, hier haben wir über Nacht einen Reifeprozess herbeigeführt. Da. Oh! Ah! Hilf. Zack! Der neue, der schön gemachte Ring. Da. Diese Drecksbrühe. Nö, das sieht jetzt nicht freundlich aus, aber du darfst das jetzt nicht so bezeichnen. Du musst erstmal durchholen, dann siehst du, was da alles rumschwimmt. Du weißt doch auch, ne? Weißt doch, gewaltfreie Kommunikation. So, das will ich jetzt erstmal grob entkernen. Grob entkernen. Also, heißt, sprich. Ich kipp diese Brühe erstmal durch den Durchschlag hier rein. Durchschlag. Ganz frische Ware. Den Rest machen wir Marmelade. Nee. Ja, aus dem Rest machen wir. Guck mal, da läuft gar nicht ab. Das kleine Zeug, das ist der Samen. Was für ein Samen? Ja, da ist gar kein Samen drin. In jeder Frucht ist Samen. Da gibt es ja keine Früchte. Ja, und nu? Warum machst du denn da auf dem Ofen? Mach halt auf dem Tisch, Mensch. Wieso? Ja, und du musst mit einem Löffel mal drin rumrühren. Hast du recht. Ja. Der Boden verstopft ist. Da hier, nimm mal Holzgezehr. Da hier den Pömpel. Unreinheiten. Hast du die Hände gewaschen? Brauche ich nicht. Ich habe ja den Löffel gewaschen. Boah. Das ist jetzt noch der Saft, der da so ein bisschen. Wodka-Saft. Ja, das ist ein bisschen Hunger, das kommt ja durch. Aha. Den Rest, den essen wir später. Das ist eine ideale Ergänzung bei Nachtisch. So auf Pudding oder so. Zack, so ein Dieb da drauf. Machst du heute Pudding? Ja, haben wir ja nicht. Milch hätten wir schon. Milchchen war schon. So, das lassen wir jetzt noch ein bisschen so. Durchsuppen. Guck! Das sieht jetzt schon mal. Freundlicher aus. Flüssiger aus im ersten Moment, ne? Rest hat doch mal da noch ein bisschen den Rest. Ja, so hinter unten drin. Ah, das ist doof. Hättest du einen tieferen Topf nehmen müssen. Ja, du weißt ja nichts Vernünftiges hier. Pscha. Das ist ein Vogel. Aber da kommt nicht mehr viel, glaube ich. Ne? Gut. Ja, wenn nicht mehr viel kommt. So, und da war der Gedanke. Ja, anschließend. Jetzt? Was jetzt? Erstmal köstigen. Hehe.
Was ist denn? Nicht gut? Ich glaube, ich muss nochmal. Scharf oder süß oder wo fehlt's? Fehlt noch was? Nicht gerade. Womit man das ergänzen könnte noch gegebenenfalls. Zimt. Ich wollte nicht sagen, aber du hast da Zimt. Der kleine Feuchling. Zimt. Da hilft nur Zimt. Dann müssen wir allerdings erstmal Probe machen. So, was ist denn jetzt? Also entscheidend ist, glaube ich, die Süße. Umso süßer, umso besser. Na klar. Ich befürchte, wir müssen noch mehr Zucker reintun. Ja, hau doch den ganzen Zimtbottich da rein und dann ist doch mal Ruhe im Karton. Dann kochst du den ganzen Klumperschnummer. Da ist doch nicht viel. Das ist doch genau die Menge, die wir brauchen. Komm, schütt rein. Der Harry hat vor allem Angst, ey, vor Bremsen, vor Zimt, vor Zucker. Habe ich nur so einen schönen Ring gebastelt. Kochst du den auch nochmal auf, oder was? Das muss man jetzt, damit er gut verteilt, sowieso nochmal warm machen. Und dann läuft das, wenn man die Brühe jetzt da durch den Kaffeefilter führt. Dann ist dann ganz... ist das wieder style klar wie Wodka. Ja? Na, ja, so. Wir streben jetzt quasi den letzten Prozessschritt an. Nach der Grobdurchfilterung des mit Durchschlag. Jetzt Feinfilter. Eine weit schon mal erwärmte, noch trübe Brühe. Den Prozessschritt, den nächsten. So, dann ist jetzt erstmal. Kriegst du das denn hin? Du, nee, nicht von da schütten, von so schütten. Dann nehme ich andersrum begeben. Ja. Du musst die richtige Hand nehmen. Nee. Weil ja, das ist ja jetzt nicht günstig zum Kippen. Eigentlich. Nee, gar nicht. Haben wir so noch was Besseres? Ja, weil warte nochmal. Dann wird er runterlaufen. Man muss eigentlich so eine Kanne nochmal Nummer 2 haben. Eine Kanne Nummer 2. Aber eher mit der Schnute, sonst wird das nichts. Gute Schnute Kasimir. Hast du eine Idee? Hab ich nicht, weiß ich nicht. Warte mal. Da, so den da. Nee. Den kleinen da unter dem. Ach so. Ja, den gibt's aber nochmal eine Nummer größer. Neben dir. Hä? Rechts. Rechts. Rechts, da. Den muss aber erstmal gereinigt werden. Nee, muss nicht. Den haben wir schon benutzt. Da hängt ein paar Spinnweben dran. Ja, feudeln ihn mal durch und dann ist gut. Wir machen das. Haha, ja. Und jetzt aber. Ja, dann insgesamt ist ja alles eine ganz schön anstrengende Angelegenheit. Ja, also ich muss das jetzt erst da rein. Richtig. Oder ich tauche den gleich da ein. Ich auch. Das ist dreckig. Ja, geht aber. Bei mir am besten. So. Ja. Erstmal eine Schöpfkelle. Ruhige Hand. So. So, und jetzt zack in den Kaffeefilter rein. Kommt der unten und raus? Ja, nö, erstmal nicht. Doch, so ein ganz bisschen. Trippelt das da unten rein. Also ein bisschen wie ein blasenkrankes Pferd, ne? Sagen wir mal. Das macht der Tempo? Wie Tempo? Ja, läuft er durch. Puh, weiß ich nicht. Ist ja erstmal dafür gar nicht ausgelegt, ne? Doch, das beschlägt. Ah. Scheinbar. Aber da sitzen wir den ganzen Tag dran, bis das da. Das war ja nur ein Versuch. Ja, warte doch. Aber wird das sonst ein bisschen entkernen, ne? Ja, aber irgendwie. Oder Papier ist zu grobfiltrig. Ne, zu feinfiltrig. Feinfiltrig. Weißt du was? Man muss einfach Geduld haben. Das läuft schon durch. Also so früher oder später läuft das einfach durch, ne? Füll das da oben nochmal auf, dann erhöht das den Druck. Ja, das läuft. Ja nur. Gerade. Dann Tröpfchen ist durch. Ja, kloppt da oben, da ja. Noch einen rein. Zack. Das ist eine Zeitfrage. Ja, du weißt doch. Ne? Vielleicht muss man den Filter, weil der verstopft irgendwann. Nein, das oberste Gebot, Ruhe bewahren. Da sind nämlich viele Kernchen noch drin. Ja. So, das sieht gut aus. Insgesamt sieht das gut aus. Wir warten einfach mal ab. Oder das Zeug müsste noch heißer sein. Nee, da ist alles gut. So, guck mal, das läuft jetzt wie Hunde. Wir warten einfach mal ab und zeigen dann nochmal das Ende. Ein Destillat. Hä? Ein Destillat. Ja, so soll es ja auch sein. Ne? So, wir haben jetzt einmal hier eine Feinfilterung, die sehr langwierig ist. Wir mal den Geschmacksunterschied feststellen. Ja. Und dann haben wir
In dem Topf haben wir mit mehr Fruchtfleisch. Das ist so wie bei Valensina da. Ne? Weil sich ein bisschen noch absetzt immer. Ne? Tötet Onkel Dietmeier. Jetzt gucken wir erstmal optisch. Das ist jetzt gar nicht so der Riesenunterschied. Nee, guck mal. Eigentlich finde ich, jetzt rein vom Bild finde ich den rechten sowieso schöner. Den? Ja. Ja gut, dann haben wir es ja erledigt. Lass ein bisschen absetzen, man muss einfach nur... Warte, setz dich doch erstmal. Nimm mal, so. Ist alles im Bild. Wir machen, damit du auch prüfst und testest, jeder so einen Schluck. Ne? Jeder einen Schluck. Ich fange mit dem feineren an. Süß ist er. Aber? Dass da Alkohol drin ist, merkt man erstmal nicht. Nee? Schmeckt so zimtig, was weiß ich, so merkwürdig. Weihnachtlich. Oder weihnachtlich. Weihnachtlich. Jetzt probiere ich den mal. Der ist noch süß. Probier den mal. Ja, der ist ja auch mit mehr Fruchtfleisch. Ja, aber vielleicht auch mehr Zucker. Der ist noch weihnachtlicher. Den finde ich gut. Der ist gut, ne? Den finde ich gut. Eigentlich ohne Wenn und Aber. Ja, ja, dieser da, der ist der ja schon... Ist so kastriert. Genau, zu kastriert hier schon, der. Also das ist so, sagen wir mal, auch... Wir können natürlich auch nochmal vorne an. Ja, so, der Herr hat da mal eben kurz die Kaffeefilter-Durchlässigkeit geprüft und haben wir dann erkannt, dass ein Kaffeefilter nichts kann. Der ist einfach schon zu... Oh, das läuft aber besser. Ah, und so hat auch der Harry mal recht. Hey. Geht ein bisschen schneller, ne? Ja. Damit wir einen gleichen Effekt haben, dass er gleich wieder Papier tauschen muss. Nö, glaube ich nicht. Aber guck mal, das läuft schon mal erstmal aus sattem Strahl. Wenn dann hergeht, wenn du die zweite Brühe dann vielleicht für den Kaffeefilter machst, dann hast du nochmal einen Piep weniger. Nee, dann habe ich keine Nerven mehr für. Irgendwann muss man auch mal, wir haben auch noch was anderes zu tun. Wenn ich uns da mit dem da aufhalte. Das wird auch schon weniger jetzt, ist, ne? Mhm. Das gleiche Problem. Verstopfung der Poren, zu viel Schwebstoffe. Aber? Was sagst du? Ja, hast ziemlich viel Verlust. Wenn man natürlich oft jetzt das Papier wechselt, ne, dann geht es natürlich im ersten Moment immer schnell. Hast du immer Abfall, Papier, Abfall, Abfall, Abfall. Und dann? Ja, hast du die Hälfte mal Abfall, ne, in der. Du meinst auch von dem Getränk? Richtig, weil ja. Ja, ja, gut. Saugt ja auch, ne? Saugt ja immer was weg. Ne? Ja, dick und durstig. Wir haben jetzt im Moment, da, wenn es hochkommt, mal gerade zwei Pinneken da unten drin. Ne? Ja. Wir haben aber eine ganze Flasche da reingeschüttet, verflucht. Das ist das ja. Puh, also ist Destillerie ein verlustreiches Geschäft.